Es ist August und die Clubmeisterschaften sind sehr bald. In diesem Video möchte ich dir helfen, wie du am besten dich für dieses wichtige Turnier vorbereiten kannst. Die Clubmeisterschaften sind für dich dein Major. Vielleicht ist es nicht die Clubmeisterschaften, die bevorstehen. Vielleicht ist es einfach ein Turnier, das du richtig gut spielen möchtest. Dann ist dieses Video auch ganz gut für dich. Was du brauchst, ist eine Woche Vorbereitungszeit. Und in dieser Woche Vorbereitungszeit brauchst du 3 Tage. Wenn du nicht die Zeit hast, finde bitte die Zeit. Es ist eine wichtige Investition. Wie du weißt, ist die Vorbereitung mindestens 50% deines Erfolgs. Du hast so viele Erfolgserlebnisse schon dieses Jahr gehabt, klar auch Misserfolge, aber was hat geklappt? Welche Ideen, welche Gedanken haben geklappt? Ich sage mal ein Beispiel für das Pitchen oder für das Chippen. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht über Rhythmus beim Chippen und dann habe ich gesagt, dass der Abschwung so langsam wie möglich sein sollte. Man sollte den Unterkörper verwenden und man sollte spüren, wie der Release mit den Händen kommt. Nur viele, viele Golfer haben mir geschrieben und gesagt, Wohn, dieser Gedanke hilft mir super sehr ums Grün herum. Wenn ich wirklich schaue, dass von dem Punkt zum Ball, dass es so lange wie möglich dauert, plötzlich treffe ich die Bälle super. Okay, das wäre ein Schwunggedanke, den du ums Grün herum verwenden kannst. Noch ein Beispiel ist, ich nehme ein Eisen 7. Ich werde jetzt da an Schwunggedanke denken, was mir beim vollen Schwung sehr hilft. Und das ist, mich zu rotieren. Durch die Rotation der Hüfte spüre ich, wie meine linke Ferse ganz leicht abhebt. Und dann von dieser Position denke ich als allererste bei der Richtungswechsel, Ferse in den Boden drücken und dabei meine Arme senken. Und wenn ich das tue, rotiere ich meinen Unterkörper automatisch und ich arbeite dann von unten nach oben. Das ist ein Schwunggedanke, der mir sehr bei den Eisen hilft. Und da, was wäre ein Gedanke für Driver? Vor kurzem habe ich ein Video über Driver gemacht und da habe ich 3 Tipps gegeben. Und ein davon war, ich muss mich richtig aufdrehen und versuchen, meinen Wirbelsäulewinkel beizubehalten. Solange ich meinen Wirbelsäulewinkel beibehalte, kann ich mich so viel aufdrehen, wie ich möchte. Und das wäre zum Beispiel ein Schwunggedanke, der mir sehr helfen wird mit dem Driver. Okay, so ich rotiere viel, aber drehe mich um meine Wirbelsäule herum. Okay, und das bringt mir sehr viel Power. So, ich möchte oder ich schlage vor, dass in dieser Trainingseinheit du durch das ganze Spiel auf der Driving Range gehst und für Driver, Fairway, Hölzer, Eisen, die Pitches, die Chips und auch die Putts, dass du ein Schwunggedanke hast für jeden Bereich. Bleib bei diesem Schwunggedanke. Glaub an diesen Schwunggedanke. Und ich denke, wenn du wirklich nur das denkst, ist das Spiel für dich einfacher. Du brauchst jetzt keinen Trainer. Und es wird in deinem Kopf klar sein, wie du schwingen solltest in 7 Tagen. Okay, so jetzt mit diesen Gedanken, die wir jetzt auf der Range trainiert haben, gehen wir auf den Platz und setzen wir die Gedanken dort ein. So, der nächste Schritt ist, auf den Platz zu gehen und diese Schwunggedanken zu testen. Wenn sie funktionieren, die du gerade auf der Range gemacht hast, ist es wichtig, dass du dabei bleibst für den Rest der Woche. Und für die Clubmeisterschaften, wenn es 3 Runden sind, jede Runde gleiche Schwunggedanke bitte verwenden.
und gleichzeitig kannst du jedes Loch planen. Okay, so hier ist Loch 1 in Lüttelsburg auf dem Schlossplatz. Rechts ist aus, links ist aus. Da muss ich einen Plan haben. Und wenn du die Zeit hast, spiel auch 2 oder 3 Bälle. So, mein Plan an diesem Loch ist, einen Fade zu spielen. Den Ball kann ich richtig produzieren. Ich richte mich etwas links aus. Und mein Schwunggedanke, den ich verwende, was ich auf der Range geübt habe, eben war eine volle Rotation, ohne meinen Wirbelsäulewinkel zu verlassen. Okay, da ist er reingekommen. Wenn notwendig, spiel einen zweiten Ball. Wenn du siehst, dass das, was du auf der Range gekonnt hast, aber hier auf dem Platz nicht kannst, dann brauchst du einen anderen Weg. Und das könnte einen anderen Schläger bedeuten oder einen anderen Schwung. Aber heute geht es darum, wirklich zu planen und wirklich die Schwunggedanken zu testen. Okay, so das war mein Schwunggedanke beim Abschlag. Gehen wir weiter und spielen wir die Eisen und die Annäherung. Die Clubmeisterschaft oder ein großes Turnier, ein C-Spiel. Es geht darum, wer die wenigsten Schläge hat. So, das wirklich, das ist ein ganz anderes zu Stableford. Und du solltest entschlossen schwingen, aber deine Planung, deine Taktik sollte meiner Meinung nach auf der sicheren Seite sein. Strafschläge vermeiden. Wo kann ich Strafschläge bekommen und wo sind Lagen, wo ich wirklich Probleme hätte, rauszukommen? So, jetzt ist der zweite Schlag. Es ist wirklich ein langes Loch. Ich habe noch 180 zur Fahne, aber es wird eng da am Grün. Wenn ich den Ball, ich kann den Ball bis zum Grün fliegen lassen. Da bräuchte ich aber ein Eisen 5 und dann kommt Bunk im Spiel, Wasser im Spiel und hinten ist aus. So, ich nehme hier mein Eisen 6. Werde einen 165 Meter Schlag spielen, den vor dem Grün aufkommen lassen. Und genau das werde ich im Turnier tun. Mein Schwunggedanke jetzt mit den Eisen ist, die Bälle etwas mehr zu punchen. Ich spiele sicherer unter Druck, wenn ich den Ball etwas mittiger habe als normal. So, ich werde den Ball eher flacher spielen und das werde ich im Turnier die ganze Zeit auch tun. So, etwas steileren Eintreffwinkel. So, es muss nicht schön aussehen, es muss funktionieren. Ich habe eben mit einem ziemlich starken Ball-Boden-Kontakt einen ziemlich großen Divot gespielt. Aber ich kann diesen Ball gerade spielen und das ist der Ball, den ich, wenn ich eine Clubmeisterschaft hätte, würde ich auf jeden Fall spielen. So, schauen wir, wo der Ball liegt. Der war kurz vor dem Grün. Und das hier ist ein sehr, sehr machbarer Chip. So, was du in dieser Woche viel trainieren musst, ist dein Chippen. Die Chips werden wahrscheinlich der wichtigste Schlag sein in deinem Turnier. So, als erstes musst du bevor du den Ball chippst, wissen, dass du den Ball richtig treffen wirst. Und da kann ich nur vorschlagen, den Ball so flach wie möglich zu halten. Es ist vielleicht sinnvoll, die Sandwedges nur dann einzusetzen, also die Schläge mit viel Loft, wenn du es musst. So, weniger Loft heißt viel leichteren Schlag und das bedeutet aber, dass man oft den Ball vor dem Grün aufkommen lassen muss. Und die Vorgrün sind hier ziemlich fest und genau das werde ich tun. Nicht hängen. So, mit dieser Technik. Bisschen rechts von der Fahne, Landepunkt habe ich gesehen.
Okay, und das war wirklich ein gutes Ergebnis. Und das konnte ich nur, weil ich voll mich auf meine Dosierung konzentrieren konnte, weil ich vorher wusste, ich treffe diesen Ball gut. Ja, so das Risiko, so weit wie es geht, aus dem Spiel nehmen. Benutze diesen Tag auch, die schwierigen Lagen zu trainieren. Weil eines kannst du sicher sein, du wirst nicht immer auf dem Fairway liegen. So in deinen Landezonen, wo könnte der Ball liegen, wo es nicht so einfach ist? Das ist Loch 2, das ist ein Top-Bunker. Ich habe noch 110 Meter zur Fahne. Und ich muss jetzt testen, welche Technik richtig ist und welche Schläge ich brauche, um den Ball über diese Kante zu benutzen, zu bekommen. So, ich nehme mein Pitching Wedge. Ich denke, das reicht. Ich werde auch jetzt gleich sehen. Und von der Technik her werde ich nicht zu steil schwingen, weil wie du weißt, wenn der Schläger nur einen Zentimeter zu früh aufkommt, tja, dann ist der Ball viel zu kurz und da hinten wartet ein Wasserhindernis auf mich. So, Ballposition ziemlich mittig. Gewicht habe ich nur leicht links und hier werde ich einen guten Schwung machen. Okay, gut getroffen und der war locker über die Kante und Fahne hoch. Wir dürfen nicht überrascht sein, wenn wir ein Turnier spielen. Wir müssen uns vorbereiten, dass wenn irgendeine komische Situation vorkommt, dass wir genau wissen, was wir tun sollten. So, wenn es einen Ort gibt, wo man auf jeden Fall vorbereitet sein muss und kann, und das sind die Par 3s. Die Entfernung wissen wir. Wir wissen, wo die Gefahren sind. Und da muss man einfach wissen, welche Schläge, welcher Schwung für diese Löcher wichtig ist und richtig ist. Die Par 3s mit Par zu spielen im Schnitt. Das ist ein sehr, sehr guter Weg, ein Turnier richtig gut zu spielen oder zu gewinnen. So, an diesem Loch muss ich ein Draw spielen, weil wenn er gerade fliegt, ist er im Spiel. Wenn er Draw kommt, ist er sehr gut. Ich vermeide alle Gefahren so und auf jeden Fall für diese Entfernung, das sind 168 Meter, ist ja mein Eisen 5. Richtig. Ich kenne die Windverhältnisse. Und es ist einfach, oder war gut, es ist einfach so viel besser, wenn man an diesen wichtigen Löchern einfach weiß, was kommen wird. Es ist fast wie beim Chippen. Ich weiß vorher, dass ich Erfolg haben wird. Das entspannt mich. Und ich kann das Beste aus mich rausholen. Übe dein Chippen und Putten so viel wie es geht. Alle verschiedene Richtungen, bergauf oder bergab, wie hier. Und übe vor allem deinen Rhythmus. Ja? Wir wollen so weich wie möglich chippen. Und dann das Putten. Ich möchte, dass du etwas übst. Es klingt wirklich komisch, was ich gleich sagen werde. Aber aus Vorbereitung fürs Turnier solltest du wirklich aufhören, an Einlochen zu denken. Hör einfach auf damit. Klar, wenn der Ball innerhalb 2 Meter ist, dann muss man das. Aber die Chancen, dass der Ball über 2 Meter ins Loch geht, ist ganz gering. Man muss es nur bei den Pros sehen. Die Prozentage der Bälle, die reingehen von dieser Entfernung, sind ganz, ganz gering. Aber natürlich, von hier machen sie keine Swipe-Putts. Das ist möglich. So ein Bergab-Putt, das kann man leicht verschätzen. So, wenn ich nur daran denke, also das Einlochen zu entfernen von meinem Kopf und mich nur auf Dosierung konzentriere, das macht meine Aufgabe leichter. Und du wirst auf diese Art und Weise wahrscheinlich mehr Bälle einlochen, als wenn du aufs Loch ziehst. Auf jeden Fall machst du weniger Drei-Putts.
So, dein Ziel für die Clubmeisterschaft ist nicht ein Drei-Putt. Für drei Runden oder zwei Runden, je nachdem, wie du das spielst, aber nicht ein einziger Drei-Putt. Und das heißt, du musst so ein Gefühl für deine Grüns bekommen in diese 7 Tage. Und ich glaube, das wirst du schaffen. Nach ein oder zwei Tage Pause gibt es Training Nummer 2, die Vorbereitung für die Clubmeisterschaft. Das ist sehr, sehr interessant und ich finde sehr, sehr wichtig. Ich schlage ganz stark vor, dass du richtig deinen Schwung zelebrierst. Du solltest jede negative Gedanke jetzt aus deinem Kopf streichen. Du kannst gut Golf spielen. Dein Golfschwung passt. So, geh bitte ruhig auf die Driving Range. Okay, ich bin jetzt immer noch auf dem Platz. Aber stell mir vor, ich bin auf der Range. Und ja, such ein Ziel aus. Und übe deine paar 3 Schläge, deine Drives, deine Schläge ins Grün, also die wichtigen Schläge. Und während des Probeschwings, spür mal einen guten Rhythmus. Also Rhythmus zu denken, kurz vorm Turnier, ist immer gut. Und mach deinen Schlag mit wirklich positiven Gedanken. Und wenn du einen guten Schwung machst beim Training, genieß es. Also wirklich genießen. Und stellen wir uns vor, der Schlag war nicht gut. Ich möchte nicht, dass du in dem Fall dann denkst, oh meine Güte, was ist mit meiner Technik? Finde irgendeine Ausrede. Sag mal, ach, ich bin müde oder ach, der Wind war nicht richtig. Egal, ich weiß, das klingt wie eine Lüge oder wie eine ganz starke Ausrede. Das ist wurscht. Du musst dich jetzt schonen, kurz vorm Turnier. Du hast es drauf. Du hast einen richtig guten Rhythmus. Dein Timing passt. Dein Balance passt. Jetzt ist es wirklich Zeit, an deine mentale Stärke zu arbeiten. So, an diesem Tag sollte man sich so richtig an das Wettbewerbsgefühl gewöhnen. Chippen, pitchen, putten, lange Schläge mit dem Driver, die Eisen. Und am besten braucht man einen Gegner, einen guten Gegner. Der Sven wird jetzt gegen mich putten und chippen und pitchen. Und Sven ist Titelverteidiger bei der Clubmeisterschaft. So, er kann gut putten und chippen. Und ich werde schauen, ob ich irgendwie das schaffe, dass er mich nicht fertig macht. Ich zeige jetzt diese Übung, die ich wirklich sehr, sehr gut finde. Diese Übung nennt man, oder ich nenne es Fangen oder Fang. Man braucht 6 Bälle, 6 Tees. Die Tees sind ungefähr 1,30 Meter vom Loch entfernt. Leg bitte die Bälle an die Tees. Und dann musst du genau gegenüber von deinem Gegner stehen. Und wenn ich das schaffe, einen Ball zu lochen, darf ich weiter. Oder darf Sven weiter. Wenn nicht, muss man an der gleichen Stelle stehen bleiben. Irgendwann hat jemanden gefangen. So, ich fange an. Ist das in Ordnung, Sven? Oh boy. Ist natürlich super Training, weil genau das sind die wackelige Entfernung. Ich darf einen weiter. Und man übt es unter Druck. So, du und die Kamera ist unser Druck. Ich darf wieder einen weiter. Ah, schade. Ach, ich glaube, ich kriege das nicht hin, in dieser kurzen Zeit den Sven zu fangen. Er ist einfach nervenstark. Aber ich denke, du siehst, wie es geht. Hätte Sven
den nicht eingelocht und ich diesen Patt gelocht, dann hätte ich ihn gefangen. Okay, ist wirklich eine tolle Sache. Mach das bitte so viel wie möglich. Gewöhn dich an diesen Druck und dann am Wettbewerbstag ist alles automatisiert. Dann bist du richtig druckfest. So, sollen wir chippen gehen? Gerne. Okay. So, hier geht es um, schlage ich vor, der Erste, der 3 Punkte hat, hat gewonnen. Schwach. Okay, du bist. Also Sven ist, glaube ich, dichter als ich. Er hat den ersten Punkt. Ich habe als erstes angefangen. Jetzt musst du bitte anfangen. Du suchst ein neues Ziel aus und bitte von auch von verschiedenen Stellen spielen. So. Die mittlere jetzt. Okay. Okay, verschiedene Stellen. So am besten so richtig herausfordernde Lagen. Weil du weißt, wie es im Turnier ist. Man freut sich so auf die Runde. Und am ersten Loch liegt der Ball dann kurz vor dem Bunker und dann hat man so einen Schlag in der Clubmeisterschaft. Und so wollen wir uns vorbereiten, mental und technisch. Mittlere Fahne übrigens. Das kannst du schlagen, Sven. Klasse. Okay, wo jetzt? 2-1 für dich. Links. Links, okay. Dann muss ich aber deinen Schläger leihen. Ich habe kein Sandwich. Ah, gut getroffen. Nur zur Info, das ist ein 56 Grad, ne? 54. Oh mein Baby. Nee, das ist gut. So, perfekte Vorbereitung für die Clubmeisterschaft. 2-2, wir spüren es beide. Wir wollen vor der Kamera nicht verlieren, oder Sven? Auf gar keinen Fall. Und lass uns mal was ganz tricky aussuchen. Auf die mittlere Fahne. Das auch, und der Ball muss vor dem Grün landen. Also muss ein Chip and Run sein. Was tricky ist, weil der Boden nicht so ganz eben ist da. Und ich nehme ein Eisen 9. Und du? Ich werde ein Pitching Wedge nehmen. Pitching Wedge. Also ein bisschen Arbeit hast du, Sven, dieses Mal. Oh, yeah.
bisschen zu kurz. Was meinst du? Sollen wir messen gehen? Ich glaube, wir müssen messen. Ja. Also, Sven, ich muss leider zugeben, du hast gewonnen. So, Glückwunsch. Danke dir. Und ich denke für dich, keine schlechte Vorbereitung. Wenn es geht, würde ich gerne jetzt mit dir auch Driver trainieren. Was heißt trainieren? Gegen dich spielen. Okay. Und vielleicht können wir dann auch auf dem Platz ein bisschen Spaß haben, gegeneinander das tun. Gerne. Okay, alles Gute bei der Clubmeisterschaft. Vielen Dank. Der Tag vor der Clubmeisterschaft ist wichtig für die Vorbereitung. Es geht mit der Ausrüstung los. Ich habe oft den Fehler gemacht, nicht meine Bälle zu checken oder meine Bälle zu markieren. So, natürlich hat man dann die Zeit, einen Tag vorher das zu tun. Hat man genügend Handschuhe dabei? Ist da ein Handtuch in der Tasche? Sind Pitchmarke, Tees in der Jackentasche, bereit für den ersten Abschlag? Denk an alles Mögliche, was passieren wird. Wie wird das im Wetter morgen aussehen? Brauchst du eine Regenjacke oder gar nicht? Sind die richtigen Schläge in deiner Tasche? Hoffentlich hast du 14 oder weniger Schläge in der Tasche. Diesen Fehler wollen wir auch vermeiden. Okay, so wenn die Ausrichtung stimmt, geh mal so spät wie möglich am Tag vor dem Wettbewerb auf den Platz. Es ist nur eine ganz lockere Runde angesagt. Und schau die Bedingungen an. Ich schlage vor, dass du so spät wie möglich auf den Platz gehst. Manchmal ist es so, dass die Grüns schon am Abend davor gemäht werden, dass die Löcher schon am Abend davor gesteckt werden. Meistens ist es am Morgen, aber es ist vom Club zu Club unterschiedlich. Aber schau dir einfach die Bedingungen an. Wie sehen die Roughs aus? Wie ist das Fairway gemäht? Wie ist der Sand im Bunker? Und sehr wichtig, wie ist die Windrichtung? Auf dem Platz würde ich wirklich nur eine ganz, ganz lockere Runde spielen. Ich würde eher weiter an mein Chippen und Pitchen achten, dass der Kontakt absolut butter weich ist. Dass du morgen wirklich nur an die Dosierung achten kannst. Patte so viel wie du kannst. Versuch mal zu überlegen, wo die Fahne gesteckt werden wird. Und patte zu dieser Stelle. Dein Ziel morgen während des Turniers ist wirklich nur Länge zu denken. Einlochen ist Nebensache. Und während dieser Runde und am Abend nach der Runde, denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass man dann einmal sich vorstellt, wie das dann im Turnier sein wird. Ich merke immer wieder, und ich merke das bei meinem eigenen Spiel, man ist ein bisschen zu positiv vor dem Turnier. Man stellt sich vor, dass man gut spielt. Und genau, sowas, was ich jetzt gerade gemacht habe, ich habe den Ball fett getroffen. Man ist nicht für so einen Schlag vorbereitet. So, ja, freu dich auf einen richtig guten Score. Du wirst morgen sehr, sehr viele gute Schläge machen. Aber es wird wie in jedem anderen Turnier passieren, dass du einen schlechten Schlag machst. So, jetzt ist der Moment, wo du schon dich vorbereiten kannst auf so eine Situation. Wenn du schon vorher weißt, dass ein oder zwei Dinge dir nicht gelingen werden, wird dein Puls nicht plötzlich bei 130 sein in so einem Moment. Entscheide, wie du reagieren wirst. Was wirst du tun, wenn du einen Ball zum Beispiel ins Wasser spielst oder ins Ausschlägst? Wirst du wieder aggressiv den nächsten Schlag spielen oder wirst du deinen Plan B einsetzen? Aber wenn Dinge nicht genau so laufen, wie du möchtest, du bist bereit für diese Situation auch. Du wirst cool bleiben und du wirst den Ball wieder ins Spiel bringen. So, wie bereiten wir uns am Tag des Turniers vor? Das Wichtigste ist, dass du weißt, dass dieses Einschlagen kein Training ist. Es ist nur ein Warm-up. Ja? Es ist ein Lockern. Es sollte 35 Minuten vor dem ersten Abschlag passieren, also keine Stunde, knapp davor. Und es geht um wirklich
die Muskeln warm machen, die Koordination wieder richtig bekommen und Rhythmus trainieren. Ich spiele sehr viel während dieser 35 Minuten mit meinem Wedge, mit meinem Lieblingsschläger, mit meinem Gap Wedge. Und da achte ich auf eine richtige Drehung durch den Ball, schön Kontakt, gute Form, gute Wirbelsäuleform. Und ich werde nicht, jeder Schlag ist auf ein Ziel, okay? Und ich bin jetzt sehr zielorientiert. Meine Gedanken sind sehr, sehr positiv. Und ja, eigentlich denke ich nur an Rhythmus, gute Balance, gutes Treffen und einfach das schöne Wetter, wenn es gibt, einatmen und richtig mich zu freuen auf das Turnier. Eine Sache ist aber wichtig, es ist der erste Abschlag. Du weißt ganz genau, wie du den ersten Abschlag machen wirst. Und wenn es der Driver ist, nimm deinen Driver und stell dir, so gut wie es geht, die erste Bahn vor. Du weißt, welche Flugkurve du spielen möchtest. Sehe die Flugkurve, visualisiere die Flugkurve. Wirklich versuch mal vorzustellen, wie du da am ersten Abschlag stehst. Deine Mitspieler sind da. Und mache deine Pre-Shot-Routine, wenn du einen hast. Und schlage zu dem Punkt auf dem ersten Fairway. So, da habe ich meinen Fade gespielt, den ich spielen werde. Der Ball ist genau gekommen, wie ich das wollte. Ich kann auch einen zweiten Ball schlagen. Aber ich bin jetzt bereit. Ich finde es wichtig, dass du direkt von der Driving Range zum Abschlag läufst. Vielleicht auf dem Weg möchtest du ein, zwei Putts machen auf dem Puttinggrün. Aber wirklich schau, dass es keine Pause zwischen deinen Einschlagen und dem ersten Abschlag gibt. Okay, das war die Vorbereitung für die Clubmeisterschaft oder für ein großes oder wichtiges Turnier. Und ich denke, dieser Ablauf wird dir helfen, dich richtig vorzubereiten, dass wenn du das Turnier spielst, du wirst wissen, ich habe alles getan, was ich konnte, um mich richtig vorzubereiten. Und ich kann dir sagen, das beruhigt sehr und es gibt einen die beste Chancen, einfach Erfolg zu haben und Spaß zu haben. So, wenn du bis zum Schluss geschaut hast, vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute bei deinem Turnier.